ja, auf dem Weg der Besserung, arbeite noch individuell, weil es einfach eine sehr, sehr lange Zeit war und ja, gewisse Bewegungsabläufe einfach das Knie wieder neu lernen muss, ist einfach bei so langer Verletzungszeit. Und da sind wir jetzt dran und versuchen natürlich von Tag zu Tag steigern, um eben dann topfit ins Mannschaftstraining einzusteigen und auch topfit dann ins erste Spiel zu gehen. Ja, alles hochinteressant, ne? ist eine gute Mischung auch zwischen bekannten Spielern natürlich, mit dem Lars und mit dem Drimic. Und es sind natürlich junge Spieler hinzugekommen und ein bisschen unbeschriebene Blätter natürlich, aber vom Talent her natürlich und vom Alter her passt es natürlich wieder in die Struktur rein, vom Denken her vom Verein. Und von dem her ist es natürlich interessant und ja, wir werden uns versuchen, schnell zu finden. Und wenn der eine oder andere noch kommt, den auch schnell zu integrieren. Ja, Dreifachbelastung ist ja den Spielern, die bisher waren, ja auch bekannt. Das dürfte nicht das Problem sein. Es dürfte sicherlich interessanter noch werden, diese ja noch einmal eine größere Herausforderung im Vergleich zur Europa League mit der Champions League, dass du da noch mal stärkere Mannschaften hast. Noch einmal, glaube ich, ein Ticken bessere Atmosphäre und da gibt es natürlich dann diese Momente, diese Erlebnisse, die wir da haben, diese Momente, die wir sammeln, diese positiven wie im negativen Sinne natürlich schnell abzuhaken und das nicht mitzuziehen in die Bundesliga. Bundesliga ist ein tägliches Geschäft und darin gilt es natürlich, die Ausgangsposition natürlich für das kommende Jahr wieder zu schaffen und dann wieder dabei zu sein. Und das dürfen wir auf keinen Fall aus dem Auge verlieren und das wird die stärkere oder interessantere Aufgabe natürlich sein.